Ja. So, auch für die YouTuber unter euch willkommen zurück. Hab mir inzwischen in der Zwischenzeit ein bisschen Verstärkung hier geangelt. Und ja, so. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt einfach mal weiter, wo wir aufgehört haben. Hallo YouTube. So. Erstmal wieder Spiel speichern. Immer dieses Spiel, das nicht checkt, wenn ich mal Pausen mache. Ja. Hey, möchtest du nicht vielleicht eine Pause machen? Huch, du Miesel? Was hast du? Domi, Kilian, wollt ihr vielleicht mit mir nach Rastatt kommen? Vom Hügel aus kann man eine Fata Morgana sehen. Was? Eine Fata Morgana? Du meinst, wenn man etwas am Himmel sieht, das eigentlich ganz weit weg ist? Genau. Man kann sie wohl manchmal von Rastatt aus sehen. Und die anderen haben gesagt, heute sogar besser als sonst. Sie haben sich schon alle oben auf dem Hügel eingefunden. Alles klar, natürlich wollen wir die Fata Morgana auch sehen. Kilian, komm, gehen wir auch hin. So, wir suchen also den Vater von Morgana. Wow, sieh doch nur, wie viele Pokémon schon hier sind. Oh, ihr seid auch gekommen. Dort drüben. Man kann die Fata Morgana klar und deutlich sehen. Wow, ist das schön. Da schwebt ja echt was Großes in der Luft. Ja, es sieht aus wie ein großer weißer Berg. Aber was ist das? Das ist der Riesengletscher im Norden. Riesengletscher? An der Küste im Norden ragt ein riesiger Gletscher empor. Ich habe ihn aber auch bloß von einem Berg in Meeresnähe aus gesehen. Der majestätische Anblick des Gletschers war jedoch wirklich beeindruckend. Das klingt fantastisch. Ich will ihn auch sehen. Ich auch. Dieser Riesengletscher, was das wohl für ein Ort ist? Es kursieren allerlei Gerüchte, was man dort womöglich findet. Die Rede ist von einem Riesenkristall aus Eis. Aber das sind alles nur Gerüchte, die Wahrheit kennt niemand. Wieso? Weil bis jetzt noch niemand oben auf dem Riesengletscher war. Naja, so heißt es zumindest. Gigantische Gletscherspalten versperren den Weg dorthin. Und weil es ein so mysteriöser Ort ist, verschieben sich diese ständig. Sie lassen sich gar nicht kartografieren. Über die Gletscherspalten hinweg fliegen geht wegen der eisigen Winde auch nicht. Verstehe. Mit unserer momentanen Stärke können wir wohl kaum an einen solchen Ort gelangen. Und trotzdem, eines Tages will ich dorthin, zum Riesengletscher. Ich auch. Hehe, du sagst es. Wir müssen fleißig trainieren, damit wir stärker werden. Machen wir uns für heute an die Arbeit, komm schon. So. Dann haben wir diese Cutscene auch schon wieder. Was will Leon hier schon wieder? Okay. Ein neuer fliegender Händler ist eingetroffen. Oh, dann gehen wir doch gleich mal zu dem runter. Was haben wir denn? Oh, und Echnatols Goldtausch ist endlich da. Yay! Also, du hast V-Roulette gemacht? V-Roulette! V-Roulette! Nee, das V-Roulette habe ich heute noch nicht gemacht, aber ich werde es heute auch nicht machen, weil ich heute eine Wasser-V-Welle habe. Ach so. Oh, kein Ein V-Roulette. Eis-Dojo. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden habe, der Eisattacken hat, oder? Hier wird dran. Nö, ich habe keinen, der Eisattacken hat bis jetzt. Okay. Dann kommt echt ein tolles Goldtausch jetzt endlich ins Spiel. So. Gegen Geld lohnt nicht, gegen Items eintauschen schon eher. Ja, die Memos kosten jeweils 3, aber das, was ich hier eigentlich haben will, ist das hier, die TM für den Blizzard. Und das sind halt 50 Goldbarren dafür.
Aber es ist eine TM für Blizzard. Und WB Drano, schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, ich habe doch bestimmt wieder ein paar Schatzboxen, oder? Ja, 3 Stück habe ich zumindest dabei. Die lassen wir mal wieder aufknacken. Immer Ramaydon und sein Chillabell. Ich bin ja auch dafür, dass du Befehle in deinen Chat irgendwann mal einbaust und wenn man ein V-Roulette eingibt, dass man dann so ein kleines Spiel hat. Okay. Oh, ich habe eine Teamfähigkeit bekommen. Einschüchterer. Ja, da habe ich wieder mal was sehr Nützliches bekommen. Können Gegner, die in der Nähe von mir stehen, einfach mal gelegentlich nicht angreifen. Und noch eine Teamfähigkeit. Kühler Kopf. Jetzt kommen sie aber. Was machten die eigentlich? Ah, okay, ich kann mit Verwirrung keine Teamkollegen mehr treffen und meine Teamkollegen können mich mit Verwirrung auch nicht mehr treffen. Sehr schön. So, und jetzt ich noch. Weiß, ob das geht. Leon, hör auf, den Chat voll zu spammen. Und nein, Leon, es gibt heute kein V-Roulette. Da haben wir noch einen Goldbarren in der letzten Runde gehabt. Also zumindest keine Nieten heute in den Kisten. Ist ja auch also schon mal was. So. So, ich muss jetzt erstmal ein neues Gebäude in meinem Paradies bauen. So, dann machen wir hier das nächste Teil hin. Dann, sobald ich das dritte Gebäude stehen habe, dann kann ich sowieso schon das nächste Areal ausbauen. Cool. Ein Elektro-Dojo soll hier jetzt gebaut werden. Kann man sich eigentlich aussuchen, was man hinbaut, oder? Ja, kann man sich aussuchen. Man braucht nur die Baumaterialien. Ich mache jetzt halt bloß aktuell gezielt meine Missionen so, dass ich dass ich gerade die Sachen bauen kann, die ich bauen will. Ich werde dort aber jetzt vorerst mal, glaube ich, noch nichts trainieren lassen, weil ich warte da erst einmal, bis Domi den Donnerblitz gelernt hat. Das dauert ja nicht mehr lange. Das ist eine Keksdose. Ja, eine Keksdose. Ja. Man muss dazu sagen, bei mir kommt alles ein bisschen verspätet an. Ja, ich weiß. So, ich kann jetzt ein kühles Flussufer bauen lassen. Ich kann ab jetzt auch Einrichtungen ausbauen. Der Pimp Crack Pulli. So, dann trainieren wir hier mal wieder unsere Kalkklinge. Die soll ja noch groß und stark werden.
glaube, Soda macht es ziemlich glücklich. Er ist umgeben von Gras. Ja, das stimmt. Okay, jetzt schauen wir doch erstmal, was wir für die nächste Erschließung brauchen. Oh, können wir schon machen. Ich habe zufällig genau das richtige Baumaterial dafür. Okay, dann erschließen wir doch mal das nächste Stück Land. Das muss jetzt das hier sein. Und wir bauen hier ein kühles Flussufer hin. So, damit ist das Paradies wieder ein bisschen größer geworden. So, jetzt kriege ich noch was geschenkt. 2 Einheiten fruchtbare Erde, 2 Einheiten kostbarer Zweig, 2 Einheiten Schimmermetall, 2x Hartsteinsplitter, 2x stabiler Efeu. Wow. 2x frische Kräuter, wird immer besser. Und 2x Quellwasser. Das heißt, ich kann jetzt direkt weiterbauen. Cool, was baust du als nächstes? Mal schauen. Könnte natürlich noch ein weiteres Dojo hinstellen, aber ich glaube, ich baue eine Bonusweg-Auskunft als nächstes. Nicht, dass ich die jetzt in nächster Zeit... Ups, da wollte ich jetzt nicht rein. Nicht, dass ich die in nächster Zeit großartig brauchen würde, weil ich sowieso alle meine Dungeon-Ebenen immer komplett erkunde, aber ich finde es immer trotzdem nett, sowas zu haben. Eine Bonusweg-Auskunft. So, und da ist jetzt Fleeknäuel. So, ich könnte jetzt eigentlich direkt weiterbauen, glaube ich, weil ich habe noch genug Baumaterialien eigentlich, nachdem er mir jetzt so viel gegeben hat. Was können wir denn noch alles bauen? Irgendein Dojo könnte ich noch bauen. Ein Käfer-Dojo wäre eigentlich nicht schlecht, weil ich sowieso bis zum Schluss noch eine Käfer-Attacke behalten werde. Auch wenn es nicht die Zahnklinge ist, sondern später die Kreuzschere, sobald ich die TM dafür habe. Da brauchst du noch, glaube ich, etwas Geld erstmal, ne? Moment mal. Ja, stimmt, ich habe nicht mehr genug Geld dafür. Ja, okay, dann gehen wir einfach in den nächsten Dungeon. Mir ist es jetzt eigentlich ziemlich egal, welches Baumaterial ich dafür kriege. Wir haben V-Welle Wasser, das passt. Die müssen wir nicht ändern. So. Mach mal irgendwas, was relativ schnell geht. Eine Ebene 4 Mission. Was meinst du, soll ich weiter Level grinden oder soll ich einfach mal durchrushen? Also, da du sowieso schon so überlevelt bist, würde ich sagen, das solltest du einfach durchrushen. Okay, wie du meinst, aber ich lasse meine Teamkollegen trotzdem rumroamen. Dann nehmen sie unterwegs noch ein bisschen mehr mit.
musst das wissen. Du bist der Thema. Dann suchen wir halt einfach mal nach der Treppe. Überlevelt bin ich ja sowieso schon. Auch wenn es nett ist, bis zum Ende von dem Spiel auf Level 60 zu sein. Aber aktuell lohnt sich ja eh schon nicht mehr so richtig. Weil mittlerweile geben die Jungs hier schon ein bisschen zu wenig EP. Und ich mache schon dreistellige Schadenszahlen auf denen. Nice. Oh. Okay, da ist eine Treppe. Dann macht man das ganze Herz halt mal im Schnelldurchlauf. Auch wenn ich die V-Welle jetzt eigentlich ausnutzen sollte, aber gut. Stimmt eigentlich. Schnelleres Trainieren der Fähigkeiten, ne? Schnellerer Attackenaufstieg, schnellere, also mehr Erfahrungspunkte, stärkere Attacken. Ist auch der Grund, warum ich hier gerade so krass viel Schaden mache. Das macht's aus, wenn man eine V-Welle hat. Und ich habe außerdem einen AP-Energiesparer. Oh, direkt bei der Treppe gespawnt. So, jetzt muss ich nur noch Draschel finden und dann haben wir es schon wieder. Kalkklinge wurde aufpoliert. Wenn der nächste Balken durch ist, dann sind wir auf Level 3. Oh, und hallo Diapos, schön, dass du auch vorbeischaust. Da ist Draschel und da haben wir noch einen Flieorb im Leuchtboden. Okay, und raus hier. Das wär so ein Dungeon im Schnelldurchlauf. So, dann können wir wieder schön unsere Belohnungen einsacken. Eine Amrena-Beere. Ja, kannst du erst heute ein Paradies ausbauen. Eine Mitteilung der Abenteuergilde. Ah, okay, jetzt gibt's da. Ab jetzt habe ich den Freundesmodus zur Verfügung. Ein Feature, das ich in diesem Spiel nie wirklich genutzt habe, weil ich sowieso mein Lieblings-Pokémon die ganze Zeit spielen wollte. Also von dem her. Wir können uns ja auch einfach mal in unserem neuen Areal da umschauen, das wir hier gerade ausgebaut haben.
Naja, worum geht's bei diesem Feature? Da kann man einfach mit anderen Pokémon aus dem Paradies als Hauptcharakter quasi spielen und mit denen nebenbei noch die ganzen Jobs machen und so weiter. Weil bis zum Ende der Haupt... Also man ist ja mehr oder weniger immer dazu gezwungen, seinen Hauptcharakter zu spielen, aber ich mache das sowieso am liebsten, weil ich meine, wenn es eh schon mein Lieblings-Pokémon ist und alles... Eine Sache, wir wollten hier schon was hinbauen. Jetzt habe ich ja das Geld. So, wir brauchen ein Käfer-Dojo noch. Da ist es. So. Dann wird hier wieder schön fleißig gebaut. Und sobald das nächste Gebäude steht, haben wir schon können wir schon die nächste Erschließung machen. Ein Ignivor. Was baut man überhaupt als nächstes? Also ich habe zwar schon wieder nicht mehr genug Geld für irgendwas zum Bauen, aber ich sollte mir überlegen, was ich bauen will. Aber ich glaube, Bären- und Samenstand ist immer was Nettes, weil die haben öfter mal ein paar nette Sachen drin. Für ein Flinksamenfeld fehlt mir halt noch ein Flinksamen. Ja, ich glaube, ich werde einen Bären- und Samenstand als nächstes noch hinbauen. Moment mal, was habe ich dafür jetzt nochmal alles gebraucht? Ich habe schon wieder vergessen. Zweimal fruchtbare Erde braucht man. Dann machen wir mal Filterkriterium Erde. Ich brauche eine, die 2 gibt. Rette, Flecknäuel, Karkschlucht E5. Machen wir aber später. Ich will vorher noch in Raststadt vorbeischauen. Oh, Rollet! Wir haben heute eine Geister-V-Welle, also werde ich das auf jeden Fall machen. Aber erstmal hat Ramaidon eine harte Box zu knacken. Oha. Nicht, dass er sich damit die Schäle einschlägt. Du kennst Ramaidon ja auch aus Super Mystery Dungeon, ne? Ja. Jetzt weißt du wenigstens, wo er herkommt. Ein Goldbarren war drin. Na dann... Was machen wir als nächstes? V-Roulette wollten wir noch machen, ne? Ja. Also, ab zu Victini. So, und los geht's. Oh, das könnte was werden. Nee, doch nicht. Hat sich doch noch eins weitergedreht. Gut, dann bleibt's bei Geist. Tja, schade.
Ich habe ganz vergessen, das Ding da im Olga zu geben. Zwei Top-Elixiere reichen eigentlich und die Orbs, die legen wir auch mal weg. So, Azumarill, hier hast du ein Job-Memo. Ja. Ich würde sagen, den Dungeon mache ich jetzt noch und danach machen wir Streamende. War heute eh wieder lang genug. Noch 1,5 Stunden. Oder ist das heiß? Dann haben wir die 18. Direkt die Treppe gefunden. Ich liebe Sackgassen. Können Geister-Pokémon in diesem Spiel eigentlich durch Wände gehen? Das können sie in allen. Ah ja. Weil das hat ja in diesem Spiel ja eigentlich wenig Konsequenz, wenn man keinen Hunger hat. Wobei, ich bin mir jetzt in dem Spiel echt nicht sicher, ob das hier auch geht. Also ich weiß, dass es in Super Mystery Dungeon geht, aber gut, ich habe jetzt noch keine gegnerischen Geist-Pokémon durch Wände gehen sehen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Aber in allen anderen Mystery Dungeon-Teilen geht das auf jeden Fall. Ich kann aber auf jeden Fall als Wasser-Pokémon noch durchs Wasser gehen. Ja, später noch ein paar Wasser-Dungeons. Ein Kecleon da, was hast denn du? Oh, der war nicht von deinem Sortiment. Ein Taubsamen, eine Persivbeere und ein Kraftband. Das einzige Interessante davon ist das Kraftband und für das habe ich nicht genug Geld dabei. Und da ist wieder ein Level-Up für den Dommy. Wie viele Ebenen musst du für diesen Dungeon nehmen? Habe ich das nicht gesehen. 5. Und Level-Up für mich. Nächste Attacke lerne ich mit Level 25, auch wenn das eine ist, die ich mir nicht selbst beibringen werde. Weil Vergeltung in diesem Spiel einfach bloß kompletter Bullshit ist. Oh, ein Kraftband. Vergeltung, das hört sich etwas nach etwas an, wo ich Experte drin bin. Nur weil du deinen Paladin drauf geskillt hast? Nix geht über Vergeltung.
Nach dem Vorbild von Uther Wellmet Lightbringer. Ich glaube, der war eher Holy Paladin. So. Bin mir aber nicht ganz sicher. GG. Das Spiel ist einfach zu einfach. GG easy. Yep. Und wieder 40 Paradiespunkte. Erinnert mich an. So. Ich speichere jetzt und gehe zurück ins Hauptmenü. Du solltest eine Pause einlegen. Yep, das sagt mir das Spiel gerade. Für heute hattest du genug Abenteuer. Du solltest erstmal eine Pause machen. Sieh mal eine an. Einer meiner Pausenscreens ist im Hintergrund. Na dann, war's das jetzt erstmal für diesen Stream. Ist zwar nicht sonderlich viel passiert, weil ich die meiste Zeit nur trainiert habe, aber dafür müssen wir jetzt die nächsten paar Streams nicht mehr ganz so viel Power leveln. Ich habe ja zumindest schon mal meine Kalklinge und meine Aquawelle bekommen. Und damit habe ich ja schon mal die Hälfte von dem, was ich will. So. Sauber. Ja, Drano, ich komme gleich in den Sprachchat. Ich beende jetzt erstmal den Stream und dann schauen wir weiter. Okay. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Stream. Bis dahin, macht's gut. Schönen Abend noch.